Die Anschläge in Paris und der Islamische Staat. Wir sprechen über die Ursachen des Terrors. Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer bei TTT. Woher dieser Hass, diese Brutalität? Wie kam es zum angeblich heiligen Krieg der Mörder von Paris, auf den jetzt der französische Präsident und sogar der Papst prompt ihrerseits mit dem Begriff Krieg reagieren? Die Folgen der Massaker in Paris werden mehr Bomben auf Syrien sein, die wiederum mehr Zündstoff liefern für die Propaganda der Terroristen, um mehr Attentäter zu rekrutieren, die mehr Anschläge verüben werden und so weiter. Und weitere Hunderttausende von Menschen werden gezwungen sein, ihre Heimat als Flüchtlinge zu verlassen. Welche Macht kann diese blutige Spirale der Unmenschlichkeit stoppen? Wir haben uns mit dem einzigen deutschen Journalisten getroffen, der zu den Terroristen des IS gereist ist und dort 10 Tage lang direkt Auge in Auge mit ihnen gesprochen hat, Jürgen Todenhöfer. Dieser Anschlag macht uns Angst, seine Heimtücke, seine Brutalität. Mitten in den Alltag hinein, mit einfachsten Mitteln. Täter, denen nicht mal das eigene Leben etwas wert ist, der absolute Horror. Wir ahnen, es könnte uns alle überall und jederzeit treffen. Was will der IS damit bewirken? Die wollen den Westen provozieren. Sie haben das ganz klare Ziel, durch diese Anschläge in Paris den Westen zu einer militärischen Intervention zu bekommen. Jürgen Todenhöfer reist seit vielen Jahrzehnten in die islamische Welt, auch in die Krisengebiete. Für sein aktuelles Buch war er sogar im Islamischen Staat. 10 Tage. Zusammen mit seinem Sohn Frederik. Abgesichert nur durch eine schriftliche Überlebensgarantie der obersten Kalifatsbehörde. Ein lebensgefährlicher Trip ins Reich der Finsternis, in dem viele Menschen einen relativ normalen Alltag leben. Während gleichzeitig die Dschihadisten morden, vergewaltigen und hirngewaschenen Irrsinn reden. Ein deutscher Konvertit gab den Pressesprecher und kündigte den Terror auch in Europa an. Wir werden definitiv zurückkehren. Ja, und es wird nicht mit Freundlichkeiten sein oder sonst irgendwas, sondern es wird mit der Waffe sein, ja, und mit unseren Kämpfern. Ziel des Islamischen Staates, ein weltweites Kalifat. Andersgläubige, vor allem Schiiten und westliche Muslime, müssen getötet werden. Al-Qaida ist Kinderkram neben dem Islamischen Staat. Der Islamische Staat ist gefährlich wegen seiner fanatischen, simplen Ideologie, die alles vereinfacht. Du darfst deine Gegner totschlagen, du darfst sie quälen, du darfst sie foltern, du darfst alles mit ihnen machen. Und der Kombination dieses Fanatismus mit einem militärischen Drill, den sie bekommen haben von Ex-Offizieren Saddam Husseins, die in der neuen irakischen Gesellschaft ausgeschlossen worden sind, ihre Jobs verloren haben und ihre Familie nicht mehr ernähren konnten. Das ist eine ganz gefährliche Mischung. In München hat Todenhöfer eine Stiftung gegründet. Der Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Medienmanager hat 2 Drittel seines Vermögens für soziale Projekte gespendet. Zum Beispiel für Waisenhäuser in Afghanistan. 4 Mitarbeiter managen die Hilfsprojekte weltweit. Auch in den arabischen Krisenregionen. Geführt wird die Stiftung von seiner Tochter Valerie. Für Todenhöfer ist der IS ein Produkt des Westens. Ein Monster, entstanden durch den Irakkrieg 2003. Auf seiner Facebook-Seite lässt Todenhöfer keine Zweifel an den wahren Schuldigen für den Terrorismus. Der Irakkrieg war ein idealer Nährboden für den IS. Hunderttausende tote Zivilisten, Leid, Elend, Rachegefühle. Gleichzeitig wurden die Armee und die sunnitischen Eliten des Landes entlassen, schlossen sich der neu gegründeten Organisation an. Der IS entstand als unmittelbare Reaktion auf den Einmarsch von George W. Bush im Irak. Ursprünglich hatte der Jordanier Zarqawi vorgehabt, das jordanische Königshaus zu stürzen, und dann marschiert Bush im Irak ein und er sah das als goldene Gelegenheit an, eine brutale Terrororganisation aufzubauen, die sich dann immer weiterentwickelt hat und die heute IS heißt. Todenhöfer ist überzeugt, der IS braucht den Krieg mit dem Westen, um neue Anhänger zu gewinnen. Seine Thesen gefallen 500.000 Nutzern auf seiner Facebook-Seite. Viele junge deutsche Muslime fühlen sich von ihm verstanden. Zu seiner Geburtstagslesung vergangene Woche kamen 1.000 Zuhörer. Menschen, die verstehen wollen, was passiert da gerade
in der arabischen Welt. Todenhöfer warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft, auch bei uns. Genau das sei eines der Ziele des IS-Terrors. Sie wollen, dass es einen Konflikt in unseren Staaten gibt zwischen den gemäßigten demokratischen Muslimen und der Bevölkerung. Und sie freuen sich, das haben sie mir auch gesagt, über Organisationen wie Pegida. Und sie wären sehr froh, wenn es zu großen Konflikten bei uns kommt. Deshalb sollten wir uns davor hüten, Muslime und Flüchtlinge für die Anschläge in Sippenhaft zu nehmen. Integration sei die beste Waffe gegen Islamismus. Und was hilft gegen den IS-Terrorstaat? Todenhöfer plädiert dafür, den IS von jeder Versorgung abzuschneiden. Von der Versorgung mit Waffen, vom Nachschub mit neuen Kämpfern. Statt Krieg fordert Todenhöfer Diplomatie. Eine Aussöhnung der arabischen Welt. Vor allem der Schiiten und der Sunniten. Das würde den Terror stoppen. Die entscheidende Lösung ist ein bisschen komplizierter. Die Entscheidung wird nicht in Syrien fallen, sondern wird im Irak fallen, weil dort der IS besonders stark ist. Und der IS kann im Irak nur überleben, weil ihm dieses eine Drittel von jeder politischen Teilhabe ausgeschlossener Sunniten unterstützt. Das sind 10 Millionen Menschen, die einfach machen lassen. Und wenn man diese 10 Millionen Menschen durch eine echte große politische Anstrengung wieder im Irak integrieren würde, sodass es eine nationale Aussöhnung gäbe und wieder ein Land würde, dann sitzt der IS auf dem Trockenen. Das ist wie wenn Sie einem Fisch das Wasser entziehen. Eine diplomatische Lösung? Verhandeln? Ist das nicht gefährlich naiv angesichts des Terrors? Nein, denn eine Eskalation der Gewalt wäre ganz im Sinne des IS. Diesen Sieg darf er nicht davontragen.